Hallo zusammen, heute malen wir zusammen drei ganz einfache Geburtstagskarten. Also holt eure Farben, Pinsel und Papiere heraus und macht natürlich gerne mit. Ich benutze hier ein Cold Press Papier von Hahnemühle und habe mir das auf 10 x 15 cm zugeschnitten. Für die erste Geburtstagskarte heute brauche ich ein Lineal erstmal und einen schwarzen Fineliner, der wasserfest sein sollte. Und damit ziehe ich jetzt erstmal eine Linie. So, das war's auch schon. Nein, natürlich nicht. Und zwar werde ich jetzt alles überhalb dieser Linie bzw. an dieser Linie entlang gleich eine Farbe ziehen. Da könnt ihr zum Beispiel die Lieblingsfarbe vom Geburtstagskind nehmen. Oder wenn ihr die nicht wisst, einfach eine Farbe, die euch gefällt. Ich nehme jetzt ein schönes Türkis und ziehe das, wie gesagt, jetzt erstmal so hier entlang. Ich versuche nicht über die Linie zu malen. Wenn es doch passiert, ist das natürlich nicht mega dramatisch. Das ist klar. Jetzt spüle ich meinen Pinsel aus und gehe mit frischem Wasser einfach hier so am Rand entlang, denn dann verteilt sich die Farbe auch noch ein wenig mehr. Jetzt nehme ich noch ein bisschen mehr Farbe auf den Pinsel auf. Ihr könnt das natürlich weich auslaufen lassen oder so eine Art trockenen Strich machen, wie ihr das jetzt hier bei mir seht. Hier seht ihr das am Rand. Da ist dann, so sieht man dann sozusagen die Papierstruktur durch. Das lasse ich jetzt erstmal komplett trocknen und dann sehen wir uns wieder. So, meine Karte ist jetzt getrocknet komplett und jetzt bringe ich da mit einem schwarzen und weißen Marker ein paar Details noch mit ein. Wie viel ihr natürlich in bzw. auf eurer Karte haben wollt, könnt ihr natürlich wieder selber entscheiden. Ich fange wieder auf der rechten Seite an, weil ich ja Linkshänder bin, damit ich nichts verwische. Und da bringe ich jetzt einfach so ein paar Doodles ein. So, diese Karte ist nun soweit fertig. Da werde ich gleich noch einen Stempel draufsetzen, wenn alle Karten fertig sind. Und wie ihr seht, ging das echt sehr fix. Für die nächste Karte, nämlich das Geschenk, nehme ich einfach einen Flachpinsel und male jetzt verschiedene Farben einfach übereinander. Ich zeige euch gleich, wie ich das meine. Und zwar ziehe ich jetzt einfach Striche mit dem Pinsel übers Papier. Nehme mit jedem Strich jetzt eine andere Farbe. Ich möchte dabei, dass diese verschiedenen Farben ineinander reinlaufen. Möchtet ihr das nicht, müsst ihr natürlich warten, bis eine Farbe getrocknet ist. So, höher soll mein Geschenk jetzt nicht werden. Und deswegen lasse ich das, bevor wir zum nächsten Schritt kommen, so erstmal trocknen. So, meine
Geschenkekarte ist getrocknet. Ich werde da jetzt nochmal so einfach so ein Muster einbringen auf das Geschenk mit einem weißen Liner. Und danach folgt noch Paketband mit einem schwarzen Liner. Beim Paketband mache ich wieder einfach so mehrere Linien übereinander, die sich so überkreuzen, als wenn man das Paket quasi mehrfach so ein bisschen mit Paketband umwickelt hätte. Dann bekommt das noch so ein Schleifchen und die Paketbandschnürchen hängen dann an der Seite wieder runter. Auf diese Karte kommt zum Schluss noch ein Stempel, aber erst machen wir noch die dritte Karte soweit fertig und dann stempel ich alle drei hintereinander weg. Für die nächste Karte, nämlich eine eher personalisierte Geburtstagskarte, teile ich mir unten ungefähr 4 cm ab, um dahin alles Gute und so zu schreiben. Und hier drüber teile ich mir das jetzt in ungefähr 6 gleich große Felder auf. So, das habe ich jetzt gemacht. Und zwar dient das nur zu einem Zweck, dass die farblichen Felder ungefähr gleichmäßig angeordnet sind. Und auch hier könnt ihr dann zum Beispiel die Lieblingsfarbe von denjenigen nehmen. Und da mein Mann jetzt bald Geburtstag hat, wird das jetzt seine Geburtstagskarte, die er dann bekommen wird. Und er mag zum Beispiel so ein dunkles Blau halt sehr gern. Und deswegen bekommt er jetzt ein dunkles Blau. Und ob ihr jetzt Kreise oder Vierecke da reinmalt, ist eigentlich total egal. Macht es so, wie es euch gefällt, wie es euch zusagt. Mit klarem Wasser am Pinsel mache ich da jetzt einfach noch ein paar klare Wassertropfen rein. Das gibt immer so coole Effekte, wie ihr hier sehen könnt. Und dann warte ich jetzt, bis das komplett getrocknet ist, bevor wir weitermachen. Die nächste Karte ist auch getrocknet. Das wird ja, wie gesagt, die Geburtstagskarte von meinem Mann. Und hier seht ihr übrigens, wie cool das mit den Effekten, mit den klaren Wassertropfen geworden ist. Und in diese Felder male ich jetzt einfach was Persönliches. Zum Beispiel Hundepfötchen, weil wir Hunde haben. Dafür verwende ich wieder einen
weißen Acrylmarker. Dann mache ich noch zwei Würfel, weil er gerne so Knobelrätsel macht und ich versuche das halt irgendwie mit ein, zwei Piktogrammen so darzustellen. Dann eine 36, weil er halt 36 Jahre alt wird. Dann ein Spielcontroller, weil er auch gerne ja, so Games spielt. Jetzt weiß ich nicht, wie so ein Controller aussieht. Ja, irgendwie so. Dann male ich da noch ein Häuschen hin, weil wir ein Haus zusammen haben. Und weil wir verheiratet sind, zwei Ringe. Also es sollen die Eheringe darstellen. Ja cool, da kann man auch gleich so ein Quiz draus machen. Was darstellen soll, was man sich so bei den verschiedenen kleinen Bildchen wohl gedacht hat. Ich glaube, die 36 muss ich gleich nochmal nachschreiben, weil das hier sehr, sehr hell ist. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so schlimm. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euch hat das ein bisschen Ideen gegeben, was ihr so als Geburtstagskarte malen und verschenken könnt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein wenig Liebe da in Form von einem Daumen nach oben und schreibt mal super gerne in die Kommentare, welche Karte euch davon am besten gefällt. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen auch, wie zum Beispiel so eine personalisiertere Geburtstagskarte ankommt. Also haut in die Tasten, schreibt unten einen Kommentar. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dann kreativ und natürlich gesund. Bis dann!